So, hallo zurück bei Adam und Eve und dem anderen Baby Ralais. Ich hatte es schon wieder ganz vergessen, wie es heißt. Genau, wir müssen eigentlich jetzt erstmal nur den Tag vorspulen, denn keiner hat mehr Energie, alle sind super müde. Da erholen sie sich wieder und dies ist das Ende des Tutorials. Na gut, das hätten wir dann auch noch weitermachen können am letzten Part, aber gut. Deine Geschichte beginnt hier. Wirst du dich auf eine Reise begeben, um deine verlorene Familie wiederzufinden oder glücklich mit deiner neuen Leben? Werden deine Tiere gefürchtete Jäger, umherziehende Fischer oder lautlose Pflanzenfresser? Diese Entscheidung liegt bei dir. Das ist nämlich auch ziemlich cool, dass man selbst entscheiden kann, in welche Richtung man sich entwickeln möchte. Aber okay, also scheinbar sind wir... haben wir unsere Familie verloren ursprünglich. Aber genau, unsere Geschichte geht hier weiter. Wow, der wächst aber schnell. Er hat jetzt schon seine zwei Dinger. Eve muss sich jetzt unbedingt hier reinsetzen. Könnte aber vielleicht auch noch ein paar Bären sammeln, damit sie nämlich am nächsten Tag dann das nächste Baby bekommt. Aber eine Sache noch. Hier, das ist der nächste Hafen. Hier, die Insel ist ja jetzt wirklich nicht besonders groß, als dass man da groß Evolution betreiben könnte. Da haben wir nicht verschiedene Gebiete und wir haben auch nur eine Nahrungsquelle bis jetzt und oder naja, zwei mit dem Baum. Aber wir müssen dann doch weiter und ich habe festgestellt, hier sind nur, ich glaube, dass diese Blumenbeete da zählen als Plätze für den Hafen und ich glaube, ja, dass wir dann eben nur vier Sims, hätte ich fast gesagt, nur vier Kreaturen mitnehmen können und es wäre dann doch recht schade, wenn wir jetzt direkt schon ja, federn lassen müssten, also unser gutes genetisches Material zurücklassen müssten. Deswegen würde ich sagen, müssen wir jetzt aufhören mit Babys machen erstmal und gucken, ja, wie wir, also dass wir, oh Gott, was, wenn es Zwillinge werden? Ach du Schande, das wäre doof. Oh nein, dann müssen wir irgendjemanden zurücklassen. Das ist ja fürchterlich. Scheiße. Okay, schon den ersten Fehler gemacht. Wir hätten direkt nach Ralais losziehen müssen. Glaube ich. Aber gut, dazu ist es jetzt zu spät. Genau, wir lassen einfach mal... Wow, der kann aber weit gehen. Wir lassen erstmal... Ja, das ist eigentlich Quatsch, wenn er schon direkt jetzt da... zum Hafen rennt, oder? Na gut, viel mehr kann er eh nicht machen. Der Kleine, die kann wirklich weit laufen. Cool. Wir können in der Zeit hier nochmal die Insel ein bisschen... Hui, was war das denn? Hä? Wie viel Schaden mit einer Attacke verursacht wird? Naja, aber was haben wir? Tarnung? Kälteresistenz, Geräuschlosigkeit, Verteidigung, Riechen, Hören. Krass, wie hat er denn jetzt plötzlich Geschwindigkeit? Wie zur Hölle hat er jetzt hier... Hat er jetzt gerade super viele Sachen weggemacht oder wirkte das nur so? Er hat doch nur eins weggemacht, oder? Boah, keine Ahnung, jetzt bin ich verwirrt. Er ist auf jeden Fall trotzdem eine Sie. Genau. Ja, ansonsten brauche ich, glaube ich, nicht groß mehr irgendwas machen. Die sind beide schon mit dem nächsten Schritt hier am Hafen. Es ist ja aber auch hier einfach nichts. Und Eve ist trotzdem auch die beste Sammlerin und die beste was auch immer. Deswegen machen wir einfach mal weiter. Ein Junge! Und Gott sei Dank nur eins. Na, so ein Glück. Das ist diesmal ein Junge, das erkennen wir auch wieder an der Mähne. Kirku. Und Kirku sieht auch noch mal... komplett anders aus, hat aber hier diese Sammelkralle von seiner Mutter geerbt. Das ist ziemlich gut. Ist dafür nicht sehr schnell, aber das ist auch, weil er ein Baby ist. Vielleicht bessert sich das noch. Er ist immun. Und das können wir, glaube ich, immer sehen hier, wenn die... Genau, wenn hier diese beiden Immunitätsgene unterschiedlich sind, dann haben die eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie nicht krank werden oder werden nicht krank oder so. Ach was, es gibt sogar Blutgerinnungen. Nimm wenig Schaden, nicht Blutverlust. Ah, das ist ja cool. Ja, also ich muss sagen, so ganz wirklich habe ich mir hier diese Gene noch gar nicht angeguckt.
was es da alles so gibt. Wenn ihr da Interesse habt, dass wir uns die mal alle gemeinsam in Ruhe durchgucken, dann schreibt das mal in die Kommentare. Genau, also Kirku kann jetzt leider aber auch noch nicht weiter, weil er ist ja, hat noch keinen Energiestein. Das geht dann erst morgen, da kann er dann ein Schrittchen weiter. Und das heißt, wir müssen eigentlich noch 2 Tage warten. Der sieht... Ich finde das so süß, wie sie immer meinem Mauszeiger folgen. Guck doch mal. Ist das nicht niedlich? Und guck mal, was haben sie denn hier für Augenfarben? Ja, ach cool. Also es gibt auf jeden Fall sehr viele Details zu entdecken, finde ich. Und das gefällt mir sehr gut. Dann sammeln wir hier nochmal Nahrung. Oh, wir haben auch gar nicht mehr so viel Nahrung. Das ist sehr schlecht. Vielleicht mache ich dann... okay, da können wir jetzt nichts mehr sammeln. Ist nichts mehr reif. Es hätte vielleicht mal regnen sollen. Ich hole Adam doch mal wieder hier vor. Und lass ihn mal die Eiche schütteln. Da ist tatsächlich hier unten was hingefallen. Wieso macht er das nicht? So, ach, guck mal. Ich glaube, das ist ein Kaninchenbau, wenn mich nicht alles täuscht. Aber vielleicht können wir Eve ja jetzt nochmal hier hinschicken. Ah, da haben wir tatsächlich ein Kaninchen. Aber jetzt sind auch ihre Punkte fertig. Vielleicht kann ja hier Ralais noch irgendwas... Sie könnte mal versuchen, nach der Wurzel zu graben. Warum auch nicht, wenn sie da eh schon sitzt. Aber das klappt, glaube ich, nicht so gut, weil sie das nicht so gut kann. Allerdings hilft das, wenn man das trotzdem übt, für die Entwicklung weiterer Merkmale. Genau, neues Baby wurde geboren. Und was war das nochmal? Ende des Tutorials. Genau, ich glaube, das hier müssten eigentlich dann vielleicht alle Merkmale sein, die es gibt, theoretisch. Und die man noch entwickeln kann. Allerdings wird mir hier jetzt auch nicht angezeigt, durch was ich die weiterentwickeln kann. Das habe ich auch noch gesehen, dass es da irgendwo so eine Übersicht gibt über die Merkmale. Vielleicht hier, wenn ich... Genau. Also hier zum Beispiel habe ich alle Merkmale, die ich momentan schon freigeschaltet habe. Und dann gibt es noch welche, die noch verschlüsselt sind, wo ich auch gar nicht... Na doch, ich weiß, was es ist. Ich kann drauf zeigen, das sagt mir dann, was es ist. Ich sag mir dann aber auch, wie ich die freischalten kann. Also zum Beispiel eine Seitenpfote kann ich freischalten, indem ich zu einer neuen Insel reise. Aber hier das Geweih kann ich zum Beispiel freischalten, indem ich Zeit in einem kalten Gebiet verbringe. Und so kann ich dann zum Beispiel auch hier durch dieses Graben oder auch durch irgendwas im Wasser machen, auch wenn ich das nicht so gut kann, nach und nach die Merkmale dafür freischalten, weil wir uns ja dann eben daran anpassen, dass wir das doch können müssen. Und das finde ich eben ziemlich cool, dass das alles so nah an der Realität ist. Genau. Aber da hätten wir jetzt auch zum Beispiel schon mal beim Nachkommenzeugen hier was festlegen können, was wir verstärken wollen, zum Beispiel um irgendwelche Schwächen auszugleichen zum Beispiel. Aber das können wir dann beim nächsten Baby machen, hoffentlich. Zuerst müssen wir halt aber erst jetzt mal zu der neuen Insel kommen. Und dafür lassen wir es dann erstmal wieder den nächsten Tag werden. Endlich Regen, Gott sei Dank. Oh, und noch eine Nuss, perfekt. Die fällt ihr direkt in den Schoß. Jetzt kann nämlich auch Kirku einen kleinen Schritt gehen. Ich warte die ganze Zeit, dass es heller wird, aber es wird nicht heller, weil es regnet. Da bleibt es dann immer relativ dunkel. Jetzt macht es auch nicht so wirklich Sinn, für die anderen schon Richtung hier rüber zu gehen, weil Kirku ja noch ein bisschen Zeit braucht. Deswegen können wir die Zeit nutzen. Wo ist denn jetzt der Hase hin? Der ist da immer noch. Der bewegt sich nämlich auch, wenn ich mich bewege. Wenn ich jetzt aber hierhin hüpfe, genau, müsste ich genau hierhin kommen und kann versuchen, den Hasen anzugreifen. Und zack, haben wir da so ein bisschen Fleisch. Und das Fleisch, das gibt uns ein bisschen mehr Energie als die,
als die anderen Sachen. Ne? So, das kann ich jetzt auch noch sammeln. Ich glaube, das gibt uns 3 Punkte oder so. Oh, sogar viel mehr. Wow. Also das gibt uns auf jeden Fall mehr Punkte als hier solche, ist hier noch irgendwas? Genau. Aber gibt uns mehr Punkte als die Früchte zum Beispiel. Das gibt ja immer nur 1 pro Dings. Hier könnte ich auch nochmal versuchen. Ich glaube aber, sinnvoller ist es jetzt hier die Beeren zu sammeln. Ich glaube, wie gut kann Relais das? Kann sie... Ja, geht so. Nicht so gut wie ihre Mutter, aber gut genug. Wir haben jetzt wieder ein bisschen und können dann im nächsten Zug versuchen, in Richtung hier rüber zu gehen wieder, weil dann ja Kirku auch ein bisschen mehr... das ist echt ärgerlich, aber trotzdem für die Bären, die da jetzt schon noch hängen. Naja, aber weil Kirku dann ein bisschen weiter auch noch gehen kann. So, dann ist jetzt wieder der nächste Tag und Ralais ist ausgewachsen, komplett. Kirku ist, die ist auch ganz schön groß, oder? Die kommt mir so groß vor. Vielleicht haben die sogar auch unterschiedliche Körpergrößen. Das wird hier gar nicht angezeigt, aber hier können wir das angucken. Ah, genau, sie hat nämlich einen großen Körper, bei beiden Merkmalen quasi. Und sie hat... Genau, sie hat hier nämlich bei dem ausgeprägten Merkmal hat Eve nur einen mittelgroßen Körper. Und er hat auch 2-mal den großen Körper. Okay. Das ist ja aber nicht schlimm, glaube ich. Solange... Ja. Warte mal. Genau, mit Kirku gehen wir einfach schon mal hier Richtung... Ah, guckt mal da. Da könnten wir... Wir sammeln erstmal... Da haben wir noch einen Busch. Dann sammeln wir da erstmal die Beeren. Wir können jetzt leider nicht noch ein zweites Mal, weil er dann... So. Weil er dann, weil er nur 2 solche Edelsteine auf seiner Brust hat. Und wir könnten aber natürlich helfen mit den Geschwistern. Wir könnten nämlich Eve jetzt erst auch nochmal... Nee, das war doof. Okay, das war doof. Aber, genau. Geschwister, wir haben nur einen Bruder. Eine Schwester. So, wir können ihn jetzt hier aber auch nochmal sammeln lassen. Und zwar mit beiden seinen Punkten. Dann würde nämlich Ralais hier rüber und hier nochmal helfen. Sie kann ja jetzt auch 2 Sachen pro Tag machen. Und deshalb können wir... Genau, so. Jetzt haben wir wieder alles aufgebraucht und dann können wir wieder zum nächsten Tag wechseln. Und jetzt müssten wir eigentlich dann mal auch bald hier in den Hafen reisen können. Ich würde mal sagen, wir sammeln hier noch einmal. Wow, sie kann da echt richtig viel sammeln. Gehen dann einen Schritt und können dann eigentlich... aus dem Rudel verbannen. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Aber Alpha-Tiere? Das sieht mir eher nach... Das sieht mir nicht nach einem Alpha-Zeichen aus. Nur Omega-Tiere können verbannt werden. Oh mein Gott, wie schade. Also wie traurig, wie... Oh. Okay, dann schicken wir Eve einfach schon mal direkt hier an den Hafen. Kirku hat... 2-mal die Möglichkeit, sich zu bewegen. Deswegen können wir da auch einmal noch was pflücken und ihn dann neben seine Mami setzen. Und hier brauchen wir gar nicht mehr pflücken. Wir können uns direkt hier hinsetzen. Und Adam kann hier auch noch mal kurz was sammeln. Und dann müssen wir es eigentlich... Ah, fast. Er kann... Da, okay. Ah, ne, Eve hat noch... Ralais hat noch Punkte, deshalb kann Ralais tatsächlich schon hier mit dem Stein interagieren. Ich dachte jetzt, wir müssten noch mal einen Tag warten, um... Irgendwie sehen die aus, als würden die schlafen. Oder warum schlafen die denn alle immer? Schlafen alle, wenn ich die nicht ausgewählt habe? Nee. Okay, die sind die... Ach, okay, weil die... Okay, verstehe. Also wenn die Edelsteine hier leer sind, dann haben die, sind die müde.
Verständlich. Okay, und hier sehen wir immer meine die Rudelgröße und hier wie viel Nestmaterial wir haben, wenn wir hier diese Büsche zum Beispiel abholzen. Genau. Dann kann jetzt Ralais tatsächlich für uns schon mal die nächste Insel erkunden, also uns darüber führen. Und genau, wir haben nämlich jetzt genau viel genug Platz gehabt, glaube ich, dass wir alle mitnehmen können, Gott sei Dank. Und lieber nochmal gucken, ob wir auch alle an der richtigen Stelle platziert haben. Also ich glaube, dass diese hier zählen müssten. Ich weiß nicht, ob das da auch noch zählt, ich glaube es eher nicht. Ich glaube, die mit den Blumen. Genau, deswegen, ach guck mal, jetzt habe ich hier die, naja, okay. Los geht's. Und da sind wir angekommen. Das sieht aber dann doch aus, als hätten vielleicht beide Positionen gegolten. Also als wären alle fünf Sachen, also alle fünf Positionen möglich gewesen. So, und das hier sieht jetzt schon nach einer viel größeren Insel aus, als was wir vorher hatten. Fast ein bisschen herzförmig. Und wir haben hier zwei Möglichkeiten tatsächlich. Also wir könnten jetzt nach rechts oder nach links gehen. Weiß ich nicht. Aber wir müssen ja uns auch mal erstmal hier durchkämpfen und gucken, was hier überall ist. Hier haben wir so ein bisschen sumpfiges Gebiet, glaube ich, aber nur so stellenweise. Genau, man könnte natürlich jetzt auch überlegen, ob man sich schon aufteilt und so, aber ich glaube, wir müssen uns tatsächlich entscheiden. Deshalb, genau, schauen wir einfach erstmal. Adam kann ja mal wieder den, die Vorhut bilden und hier so ein bisschen Früchte sammeln. Gleichzeitig würde ich ihn ganz gerne aber auch mal hier hin setzen. Dann können wir ein bisschen besser hier reingucken. Und guck mal, der Kleine kann jetzt nämlich direkt bis hier hüpfen. Bis hier rüber hüpfen. Und kann vielleicht da schon mal freimachen für seine Schwester oder so. Keine Ahnung. Oder sie geht hier unten lang, aber ich glaube, da ist sie dann. Das sieht aus, als würde sie da dann im Wasser stehen. Hier könnte man nochmal. Wir könnten sie. Ja, lassen wir es jetzt einfach nochmal versuchen. Das klappt zwar nicht gerade, aber sie kann dann auch noch eins weiter auf diesen freien Platz. Jetzt haben wir schon eine ziemlich gute Übersicht. Und Eve lassen wir dann einfach nochmal hier nachgehen. Ich hätte den Baum da vielleicht freilegen sollen. So. Dann hüpft sie auch nochmal dahin und dann können wir zum nächsten Tag übergehen. Oh, was war das? Habt ihr das Geräusch gehört? Da sind Muscheln gekommen. Ah. Okay. Also, genau. Adam sollte hier mal den Busch freilegen, damit wir den auch bloß wiederfinden. Hat dann somit auch schon fast seinen Tagessoll erreicht. Dann kann vielleicht. Was machen wir denn? Wie machen wir denn das? Hier ist noch was. Genau, dann geht sie mal hier rüber und pflückt hier den Busch frei. Nicht ganz leer, aber wir sammeln da schon mal was. Dann, wie wäre es, wenn wir uns mal dahin setzen? Das ist nämlich dieser Kaninchenbau. Dann könnte sie aufpassen, ob da vielleicht noch mehr Kaninchen rauskommen. Und lassen wir ihn mal so weit gehen, wie es geht. Da haben wir dann einen kleinen Maulwurfshügel. Genau, und mehr kann er leider aber auch noch nicht machen. Jetzt sind wir ja so semi-weitergekommen eigentlich. Nur wir haben hier aber schon mal zwei Nahrungsquellen, das ist ganz gut. Und die kann man ja theoretisch auch fangen, glaube ich. Aber ich denke, es ist klar, dass das hier auch nicht wirklich ein, ja, so ein dauerhafter Platz ist. Ich muss allerdings mal gucken,
Wir müssen uns mit den beiden noch mal weiter vermehren demnächst. Ich hatte eigentlich aber darauf gehofft, dass wir vielleicht noch mal so ein, so ein dauerhaftes Zuhause finden. Ich versuche jetzt erstmal... Ah, guckt mal da, da haben wir es doch gefunden. Da ist direkt das erste Nest und ich würde sagen, dass Eve und Adam sich direkt auch dort treffen. Er kann hier nochmal eben... Ja gut, das ist Quatsch, ihn das sammeln zu lassen eigentlich. Sie können sich direkt hier treffen und... Ah, Mist! Schon wieder vergessen. Ich wollte eigentlich ja die Merkmale nochmal einstellen, bei denen, die sich... Ah, da ist auch ein Busch direkt. Die sich bei denen bitte vererben sollen. Aber egal. Wir können in der Zeit aber trotzdem hier schon mal leer pflücken. Und... Genau, dann fehlt noch Raleis, die... Ja, dann... Ah, guckt mal, das ist doch cool. Dann machen wir hier erstmal frei, damit wir die auch wiederfinden. Und dann war es das auch schon. Wir haben ja noch genug Nahrung. Aber dass wir hier so ein kleines Lager vielleicht uns leerräumen können. Das sieht doch alles eigentlich eher nach der rechten Seite aus. Ich würde trotzdem ganz gerne auch die Insel so ein bisschen nochmal erkunden. Allerdings habe ich jetzt echt wieder komplett vergessen, dass ich eigentlich bei Adam und Eve hier zwei Mutationsmerkmale einstellen wollte. Er hat leider überhaupt keine Hörner, ist ein bisschen kurzsichtig. Mittlere Ohren, das ist glaube ich auch okay. Giftzähne ist halt ziemlich cool. Das ist ganz praktisch. Großer Körper ist, denke ich mal, ja, zwar stärker als der kleine oder der mittlere, aber vielleicht ist der mittlere ein bisschen hitzeresistenter, das weiß ich jetzt nicht, denke ich mal. Dann hat er zweimal diese Beine, da ist ja auch eigentlich nichts gegen einzusetzen und Hinterläufe, deswegen kann er auch so weit laufen. Hat einen mittleren Schwanz, das gibt ihm ein bisschen mehr Kälteresistenz. Ah, okay, hat keinen Albinismus. Nö, aber das ist ja auch... okay. Ha, interessant. Gelbes Fell und rotes Fell, deswegen hat er diese Musterung oder beziehungsweise, ja, zwei verschiedene Farben. Und dann hat er einmal schwarze und einmal braune Augen. Aber die schwarzen eben stärker. Weiße Hörner, rote Hörner. Leider hat er halt aber keine Hörner. Sonst hätte er weiße oder ja rote eben. Bei der Mähne hat er aber doch eigentlich das braune. Ist dann wohl so eine Mischung. Ah, ich schätze... Kann das sein? Also wenn dann hier... Ich schätze das mal, dass wenn das hier verbunden ist, dass das dann eine Mischung der beiden Dinge ist, weil hier hat er ja tatsächlich auch von beidem Fell was, dass er dann so dunkel, eine dunkelbraune Mähne quasi hat. Und wenn das hier so getrennt ist, genau, weil hier steht nämlich auch nicht inaktiv, deswegen, ja genau. Okay, verstehe. Beim Fell hat er die Streifen, genau, die sehen wir, und die hat er aber halt auch nochmal in inaktiv, Mustertyp D, was auch immer, hat er auch doppelt. Großes und mittleres Muster, also ein mittelgroßes, und es ist ein recht dichtes Muster, okay, verstehe. Blutgerinnung. Hake, das ist cool. Witzig. Ja, also wie gesagt, ich kann nur immer wieder wiederholen, wie beeindruckt ich bin von der... Wie sagt man das? Davon, wie akkurat das oder wie realistisch das ist. Wir könnten... Ich habe keine Ahnung, was wir ihm da mal geben können. Oh, das wäre aber sehr blöd, oder? Das wäre wirklich doof. Das wollen wir ihm nicht geben. Ich weiß es nicht. Vielleicht könnten wir ihm noch mal hier von den Augen da noch was geben. Oder die Hörner, ja genau. Dann geben wir ihm doch bessere Augen vielleicht. Wir haben hier einfach nur Augen. Kurzsichtige Augen. Blinde Augen. Ja, normale Augen natürlich. Und... Genau, und als zweites wollten wir ihm irgendwelche Hörner geben oder so. Das können wir noch gar nicht. Mist. Oder? Doch.
oder? Bin jetzt gerade. Aha, hier könnten wir Hörner. Also, dass Eve jetzt Hörner hat, ist dann wohl eher so ein Glücksfall. Das haben wir halt aber noch nicht freigeschaltet, verstehe. Was könnten wir ihm denn sonst geben? Deformierte Pfote will ja auch kein Mensch. Oder kein Tier. Nee, ich glaube, dann lassen wir das erstmal so bei ihm. Aber bei Eve könnten wir dann auch nochmal... Oh, ich überziehe die Zeit ganz fürchterlich. Dann gucken wir bei Eve nächstes Mal, was wir ihr denn vielleicht geben können. Sie hat, glaube ich, ganz gute Augen. Hat jetzt nicht so die mega schönste Schnauze, aber ist jetzt auch nicht missgestaltet oder so. Ja, weiß ich nicht. Also das machen wir dann vielleicht besser nächstes Mal. Dass wir dann bei Eve nochmal gucken, was wir da verbessern könnten. Und auch, dass wir gucken, was für ein neues Baby rauskommt. Und damit mache ich dann Schluss für heute wieder. Und genau, hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe, ihr seid genauso gespannt auf den neuen Nachwuchs wie ich. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!